Ah, oh ja, das tut gut, wenn man viel redet. So. Ja, ich möchte gern Tränke haben von dir. Und zwar für alles, was ich habe. 85 Tränke muss erstmal reichen. Auch wenn ich jetzt keine Lebenswasser gekauft habe. Aber, naja, okay. Gibt jetzt Schlimmeres. Wahrscheinlich brauche ich es jetzt mehr denn je, aber. Oh, naja, bei diesen dynamischen Kämpfen wird es schon relativ schwer, mit den Items auch noch zu hantieren. Ich hoffe, ich bekomme bald die nächsten Heiltränke. Damit ich mich ein bisschen besser heile. So, jetzt schauen wir mal. Habe ich jetzt hier irgendetwas vergessen? Ich mache jetzt den Hebel erstmal in die Mitte oder oben? Ich glaube, die Mitte. Dann komme ich nämlich nach unten. So, kann das jetzt sein, dass ich es richtig war? Ich hoffe doch. So, gucken wir. Oh, geht doch weg, ihr beiden. Na gut, killen wir. Ja. Wenn du daneben schießt, killen wir sie nicht, Marlene. Und Erika ist verbrannt. Na super. Ah, herrlich. Ich liebe sowas. Ich könnte jetzt natürlich ein Heilkraut hernehmen, aber ich glaube, es geht schneller, wenn ich sie so kill. Außerdem verschwindet es eh. Cool. So. Wir haben 85 Heiltränke. Da kann ich ein bisschen was verschwenden. Okay, die Flamme ist noch da. Das ist natürlich jetzt ungeschickt. Ich sehe auch nicht, ob der Weg sich repariert hat. Das ist sehr doof. Das gefällt mir nicht. Habe keine Ahnung, habe ich irgendetwas übersehen? Ich habe so das Gefühl. So, komm, nach oben setzen. Schauen wir uns nochmal um. Es gibt diese eine Stelle, wo dieses Glas, Eis, verdammt falscher Hebel. Glas, Eis oder was auch immer war. Und wo ich keine Ahnung habe, wie, was das bedeuten soll oder was es bringen soll. So. Du bist mir egal. Da komme ich nicht rein, okay. Na gut, hier war auch nur der Käfer. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Nein, nein. Ja, leer. Super. So gut erkannt, Erika. Da komme ich auch nicht weiter. Hier war auch nichts. Natürlich, weg mit euch. So. Die Brücke ist noch vollständig. So, du gehst bloß weg. Vier von deiner Sorte kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Und hier war doch, glaube ich, nur die Mimik, oder? Na, schauen wir mal. So, besiegen wir die. Ja, geht alle auf Lia. Sowas mag ich natürlich gern, wenn sich alle auf einen Charakter verbünden. Nur weil ich das mache, heißt es noch lange nicht, dass ihr das auch machen müsst. Mann! So, die beiden haben ein Level-Up. Schön. Ja, genau. Hier oben war eigentlich nichts mehr. Kann ich hier irgendwo noch rein? Nö. Hier ist auch nichts. Ich probiere das jetzt einfach mal weiter. Hier irgendwo mich umzuschauen. So, in der Mitte komme ich dann hier nicht mehr weiter. Und hier war. Ja, also ich muss es in die Mitte setzen, um hier weiterzukommen. Aber die Brücke ist nicht in Ordnung.
Das heißt, vielleicht hier oben jetzt was? Auch nicht. So, der Weg ist jetzt frei. Dafür komme ich hier nicht rein. Okay. Da hat sich hier irgendwas verändert. Ja. Aber nichts Weltbewegendes. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Schauen wir mal hier entlang. Hat sich da irgendwas verändert? Ja, Nein. Doof. Nein! Weg mit euch. So. Wo könnte ich denn jetzt hin? Ich müsste irgendwas, um diese Flammen zu löschen. Wartet mal, Leute. Ich glaube, ich bin dumm. Ja. Verschwindet mal. Ich will was testen. Na, falscher Hebel. Ich will zu dieser Flamme. Komme ich da jetzt so hin? Okay. Damit können wir die Flamme löschen. Natürlich! Ist der Topf halb voll? Ich kann ihn noch einmal benutzen. Okay, schön. 3 Magietränke erhalten. Und es hat sich... Warte mal, ich habe da irgendwas gesehen. Ist da irgendwas? Nein, okay. Na klar, mit Wasser können wir Flammen löschen. Warum machst du das auch verdammt nochmal so realistisch? Gibt's doch nicht. So, dann schauen wir mal. Wir stellen den Hebel jetzt auf die Mitte. So, Mitte. Und dann müsste, wenn es jetzt der richtige Schalter dazu gewesen ist, hier die Brücke ausgefahren sein. Natürlich. So. Du interessierst nicht. Schauen wir mal nach oben. Komme ich hier nicht mehr zurück. Oh, das ist nicht so schlimm. What the fuck? Mitte? Okay, was war schon mal falsch? Und ne? Ich heile mich kurz. Nicht, dass es wieder 4 Stück sind. Und mich dann so richtig schön töten. Nein, es sind nur 3. Mit einer Medusa. Okay. Ja, du brennst wieder, aber das ist nicht so schlimm. So, Hauptsache, du überlebst jetzt noch den Kampf gegen die Medusa. Schnell platt machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Marlene, du heilst dich. Lia, du brauchst noch nicht heilen. Du hast noch genug Leben. Dass wir diesen Kampf beenden können. Genau. So. Feuerring erhalten. Den Feuerring bekommt Marlene. Eindeutig. Die ganzen Viecher hier machen Feuerzauber und sie ist die Schwächste. Von daher muss sie den Feuerring kriegen. So, jetzt habe ich mal den Schalter so gelassen. Okay. Scheinbar war das der richtige Weg. Ich dachte, ich müsste den Schalter jetzt irgendwie auf zweierlei Weise betätigen, damit ich an die Truhe und an den Schalter komme. Aber war nicht so. So, wieder nach oben. Und hier wieder in die Mitte. Genau, passt. Und jetzt ist wahrscheinlich die Brücke... Wow, das wollte ich nicht. Tschüss. Jetzt ist die Brücke wahrscheinlich auf der linken Seite vom Anfang freigeschalten worden oder komplettisiert worden. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich erfinde gerade wieder neue Wörter.
Die, was falsch war. Die, was falsch war. Dann gehe ich jetzt runter. Oh, Leute. Nach unten, bitte. Genau, das war richtig. So komme ich jetzt nämlich wieder zurück. So, du bist mir vollkommen egal. Das ist wahrscheinlich irgendeine Sidequest, die er mir mal wieder eingebaut hat, wo ich hier wieder zurück muss. Aber okay. Ich freue mich schon drauf. Ah, ich mag die. Die ganze Elements Destiny Musik ist toll. Naja, Elements Destiny Musik kann man dazu nicht sagen. Es ist ja eigentlich Musik aus anderen Spielen oder RPG Maker Musik. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber. So. Ich glaube, hier muss ich in die Mitte den Hebel machen. Nein, muss ich nicht. Dann setze ich ihn nach oben. Ja, das ist richtig. So. Gegenstände, Topf halb voll. Und diese Flamme wäre damit auch gelöscht. Hat sie jetzt den Topf weggeworfen? Ja, hat sie. Okay, Schlüssel des Feuers bekommen. Damit können wir die Tür öffnen. Leute, wir sind so nah dran, dass wir Marlene ihren Feuergeist geben. Also, ich nehme das jetzt mal einfach außen vor. Es ist ein Feuertempel. Es ist klar, dass hier ein Feuergeist ist. Und es ist der Schlüssel des Feuers. Wird aber wohl kaum der Eisgeist hier drin sein, oder? Wohin führt dieses Tor? Es wird dich zu einem Tempel führen. Dort wirst du deine Kräfte erwecken können. Na dann. Schreite hindurch. Was? Wo bin ich denn nun gelandet? Das soll also der Tempel sein? Das habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Seltsam. Die, die du die Mächte des Feuers in dir trägst. Bist du gekommen, um deine schlafenden Kräfte zu erwecken? Was war das denn jetzt? Da hat doch jemand gesprochen. Oh, Marlene mit blauen Haaren. Cool. Was ist das? Die sieht genauso aus wie ich. Nur nicht ganz so. Wie ist dein Name und was ist der Grund für dein Erscheinen? Ich bin Marlene und ich bin hier, um den Dämon aufzuhalten, der uns alle bedroht. So sei es. Ich bin einer der Wächter dieses Ortes. Natürlich weiß ich von dem Problem, welches du soeben angesprochen hast. Die meisten von uns haben sich bereits mit den mutigen Menschen verbunden, um Seite und Seite mit euch zu kämpfen. Es wird sicher ein harter Kampf werden. Deswegen frage ich dich direkt. Bist du wirklich dazu bereit, dich dieser Gefahr zu stellen? Natürlich bin ich das. Nur deswegen bin ich hier. Ich danke dir vielmals für deinen Mut. Ich danke dir im Namen von uns allen. Doch bevor ich dir dabei helfen kann, deine Kraft des Feuers zu erwecken, musst du eine Prüfung bestehen. Nur wenn du sie bestehst, weiß ich, dass du dazu in der Lage bist, es mit den Dämonen aufzunehmen. Ich bin bereit, was auch immer kommen mag. Dann stelle dich deiner Herausforderung. Gut, los geht's. Auf geht's gegen die Geister-Marlene. Nein, es war die falsche Technik, die ich gesetzt habe. Aber okay, auch nicht schlimm. Die will ich machen. Und es hat sofort funktioniert. Das ist super. Und jetzt muss ich mich heilen. So, und draufhauen. Das Gift macht dann schon den Rest. Hohoho. 600 Schaden. Ach du Heilige. Okay, aber ich muss mich immer wieder heilen. Marlene hat fast keine Leben. Und kriegt wirklich gut Schaden. Na dann. Und das war's. Yay, schön. Du hast es geschafft, die Prüfung zu bestehen. Dann werde ich dir nur mein wahres Gesicht zeigen. Aber Leute, bevor wir das machen, werde ich einen kurzen Schnitt machen. Und wir sehen uns dann morgen oder das nächste Mal wieder bei Let's Play Elements Destiny Origins. Bis dann, Leute. Ciao.